Als ich bei meinem ersten Video erstmals 1 Million Aufrufe erreichte, war ich unglaublich glücklich. Es ging alles sehr schnell, dauerte vielleicht 24 Stunden. Keine Ahnung wie oder warum es geschah, war mir auch egal. Ich fühlte mich erstmal wie der König der Welt. Ich hatte das Gefühl, auf YouTube wirklich etwas erreichen zu können. Doch nach ein paar Tagen stagnierten die Aufrufe. Niemand sah sich das Video mehr an. Ich postete ein neues Video und schaffte 100.000 Aufrufe. Das ist immer noch viel, aber ich war enttäuscht. Ich sah meine Erfolgschancen schwinden und hatte das Gefühl, keine guten Ideen mehr zu haben. Ich stellte mir vor, wie ich als alter Mann in einer Bar jedem, der mir zuhörte, von meinem kurzen Erfolgsmoment erzählte. Daraufhin beschloss ich, die Leistungen der beiden Videos in YouTube Analytics zu vergleichen. Ich erkannte, dass ich mit meinen Theorien völlig daneben lag. Zunächst sah ich mir das Video mit mehr Aufrufen an. Die Zugriffsquellen zeigten, dass es in einem beliebten Blog verlinkt war. Dadurch erhielt ich viele Aufrufe. Am nächsten Tag wurde es jedoch ausgetauscht. Als ich mir die Leistungen bei der Zuschauerbindung ansah, fand ich heraus, dass die Zuschauer schon nach 22 Sekunden das Interesse verloren. Dann analysierte ich das Video mit weniger Aufrufen. Es hatte mir viele neue Abonnenten und eine höhere Zuschauerbindung beschert. Das Zuschauerinteresse ebbte bis zum Schluss nicht ab. Langfristig ergab sich eine insgesamt längere Wiedergabezeit. Das Video mit weniger Aufrufen sehen sich Nutzer immer noch an. Das andere Video überhaupt nicht. Früher dachte ich, Erfolg ließe sich nur in Aufrufen messen. Falsch gedacht. YouTube Analytics hat meine Denkweise verändert. Natürlich sind viele Aufrufe toll. Das Video mit weniger Aufrufen hatte jedoch eine bessere Zuschauerbindung und schnitt deshalb viel besser ab als gedacht. Teste YouTube Analytics am besten selbst und viel Erfolg mit deinem Kanal.